Unsere Grenzwerte in Deutschland wurden von einer Gruppe vorgeschlagen, die IGNIRP heißt, Internationales Komitee zum Schutz vor nicht ionisierender Strahlung. Ein komplizierter Name, der eigentlich nahelegt, dass es sich um unabhängige Wissenschaftler handelt. Das ist aber nicht so. Wir konnten nachweisen, dass praktisch alle wichtigen Leute in dieser Gruppe sehr enge Verflechtungen zur Mobilfunkindustrie haben und dass sie überhaupt kein Interesse daran haben, neutrale Grenzwerte festzustellen, sondern sie wollen ihre Interessen durchbringen. Entgegen allen wissenschaftlichen Ergebnissen behaupten sie tatsächlich, dass nur die Erwärmung, die durch die Funkstrahlung geschieht, Schäden machen kann. Alle anderen Schäden werden einfach wegdiskutiert. Diese Wissenschaft gibt es für die nicht. Interessant ist, dass diese Gruppe ihr Büro mietfrei in den Räumen des Bundesamts für Strahlenschutz hat und dass auch personelle Verflechtungen bestehen. Das heißt, dass wichtige Leute im deutschen staatlichen Strahlenschutz gleichzeitig wichtige Leute bei dieser Lobbygruppe IGNIRP sind. Das ist aber nicht nur in Deutschland so. Sie haben ihr Netz sehr weit gespannt zu vielen westlichen Ländern, auch zu den USA, auch zur Weltgesundheitsorganisation. Wie groß ihr Einfluss ist, sieht man daran, dass andere Länder, zum Beispiel Russland, der ehemalige Ostblock, oder China sehr viel niedrigere Grenzwerte haben, die wissen, wovon sie sprechen. Wenn wir also das nochmal nehmen, unsere Grenzwerte sind total beeinflusst von einer Lobbygruppe der Industrie, die eng mit unserer Regierung zusammenarbeitet. Meine wichtigste Forderung ist die Trennung von Politik und Industrie. Natürlich muss die Industrie mit der Politik sprechen und Kontakte haben. Aber es ist einfach unmöglich, dass alles, die Grenzwerte, die Ausbaustufen und so weiter, von der Industrie bestimmt werden. Die Politik ist hier bei uns einseitig auf die Mobilfunkindustrie eingeschossen. Und so wäre natürlich die erste Konsequenz davon, dass wir wissenschaftlich begründete Grenzwerte haben. Dass dieses alte Dogma der Industrie fallen gelassen wird, dass nur die Erwärmung schadet. Wir haben die Zellschäden, das muss endlich einmal auch in unseren Grenzwerten berücksichtigt werden. Eine weitere wichtige Forderung ist, dass der weitere Ausbau von 5G gestoppt wird. Das geschieht zum Teil künftig so, dass sehr starke, kurze Pulse kommen. Und gerade die starken, kurzen Pulse sind die, die biologisch so wichtig sind, die die großen Schäden machen. Wir müssen hier ein anderes System finden. Wir brauchen die schnelle Datenübertragung, ja. Aber es gibt bereits, zumindest für kurze Strecken, eine Alternative. Das ist Lichttechnik. Lichttechnik oder Infrarottechnik. Da haben wir heute schon höhere Datenübertragungen als zum Beispiel mit WLAN. Wir haben fantastische Werte und theoretisch gibt es hier auch, zumindest im heutigen Bereich, noch keine Grenzen. Wir können viel weiter gehen. Das heißt, wir werden künftig ohnehin auf Lichttechnik gehen müssen. Warum bauen wir jetzt mit viel Geld die veraltete Technik aus, die noch so große Gesundheitsschäden macht? Bei der alten Technik ist noch ein Riesenproblem, dass man von außen mit Funkstrahlung die Leute innen in den Häusern versorgen will. Dadurch braucht man natürlich außen sehr hohe Strahlenintensitäten. Aber die kann man, muss man vermeiden. Der einfachste Weg ist Lichttechnik. Und die Lichttechnik ermöglicht es auch, dass wir kein WLAN in den Schulen einrichten. Wir kennen genügend wissenschaftliche Arbeiten, wo die Schäden von WLAN speziell bei Jugendlichen nachgewiesen sind. WLAN in Schulen einzurichten, ist ein Verbrechen an der Gesundheit unserer Kinder. Wir haben die Alternativen, wir haben Lichttechnik. Es wird endlich Zeit, das zu benutzen.